Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zur Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir den Berg geklommen und Granitas erledigt. Ich glaube Granitas, ne? Und was ein Titan war hier. Und jetzt stehen wir vor dem Olymp. Das ist auch passend für mich, ne? Vor dem Tor der Götter. Das ist auch wie für mich geschaffen. Übrigens, da habe ich letztes Mal vergessen. Wir haben jetzt hier Bereichwahl. Wir können uns von einem Ort zum anderen ja teleportieren, was ich nicht schlecht finde. Also ja, das habe ich schon seit dem letzten Part, aber ich habe vergessen, das anzusprechen. Ja, passend für wie groß die Welten hier sind, ne? Gut, gehen wir hier rein. Der Olymp ist anscheinend nur hinter so einem Loch im Berg. Okay, habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Das ist auch schon Ewigkeiten her, seit ich Herkules gesehen habe. Also ja, gucken wir mal. Wow, da drin auf uns wartet. Ne? Immer drei weitere Titanen. Okay. Is this Olympus? Gosh, it's amazing. Oh, whoa! Jump down there. Nope. War Kampfmusik aus Kingdom Hearts 1. Arena aus Olympus. Okay, ihr wollt was von uns? Okay. Oh Gott. Was? Rüstung? Gott. Damit sie haben alle so viel. Ja, die teilen sich eine, oder? Ich habe einen gespeichert, also. Alter! Ja, das wird man gegen die Taurus-Herde von Ash kämpfen, habe ich so das Gefühl. Die machen Schaden. Okay. Ach, das hat man im Trailer gesehen. Boom. Kann ich machen. Der war komisch. Boom. Abwehr gestiegen wird. Das war ein interessanter Kampf. Oh, wir haben Musik aus Dings. Kriegen wir mal eins wieder. Boah, ich finde das so gut, wenn die Lieder aus älteren Teilen wiederbringen. So, wir haben Multifokus. Dass sich mehr Gegner auf einmal oder mehrmals denselben Gegner im Visier nehmen und eine ganze Seil von Geschossen auf sie abfeuern. Alte R1 gedrücken, bewege. Drücke an X, um Multifokus-Attacken zu entfesseln. Also so wie ein Buff bei Sleep, ne? Jedes Schlüsselschwert hat seine eigenen Multifokus-Kommando. Bei manchen werden Geschosse abgefeuert. Andere wiederum sind in der Lage, Sora zu heilen. Oh. Wenn du die maximale Anzahl von Zielen amüsiert hast, wird in manchen Fällen ein besonders mächtiger Attacke ausgelöst. Verbraucht die Energie der Fokusleistung. Die wir ausführen, musst du Speicherpunkte besuchen. Ich muss Speicherpunkte besuchen. Fokuskohlen aufsammeln oder Items benutzen. Okay, ich muss schon sagen. Das ist so. Okay, so muss das dann. Das ist also sozusagen eine Funktion aus Kingdom Hearts Birth by Sleep. Also man Gegner anvisieren und richtig krasse Sachen ja auf die abfeuern. Ich hoffe, es ist nicht so broken wie in Birth by Sleep, weil das Spiel sehr viel einfacher gemacht. Ach, das sind Fokuskugeln, ne? Aus wie Drive-Kugeln, was passt, ne? Weil Drive, da war von Kingdom Hearts 2, ne? Man donnert ja auf, die alle einzusacken. Ich brauche die. So, ich habe FP, glaube ich, bekommen, ne? AP, FP. FP heißen die jetzt, ne? Aber ich brauche noch nichts. Wo hast du so viele Dinger her auf einmal? Okay. Ich habe dir so ein Ding gegeben, aber da gibt es 10 FP. Okay, geil.
Das ist mal krass. Na gut. Da oben war irgendwas am Fliegen. Aber ich bin nur eingebildet. Fokustrank. Ich nehme an, dass halt meine Fokusleiste, ne? So, mehr. Noch mehr antike Sachen kaputt machen. Geht halt nicht ohne Zerstörung halt, ne? Ein Let's Play von mir. So. Hier sieht es noch relativ friedlich aus dafür, dass Hades hier irgendwie den gesamten Kosmos einnehmen will, ne? Also ich habe hier mehr Feuer und Zerstörung mitgerechnet, aber sehe ich nichts von. Sieht relativ friedlich aus. So, ja, ich muss das hier kommen liegen. Und das wäre so ein Sandding. Boom. Oh, Ragnarok. Sehr geil. Aua. Ich schnapp mir den großen, eher die kleinen. Okay, ich gehe auf die kleinen noch. Man kann schon zu irgendwas anderes switchen außer zweite Form, wenn ich weiter angreife. Schon wieder zweite Form. Okay. So, Goofy, wo bist du? Oh Gott. Ich guck mal, ob ich von irgendwo hier runter springen kann. Diesen Säulen ist auch nichts. Wir irgendwie meinen, wir würden ein paar Sachen vor uns verstecken. Oh, noch ein Speicherpunkt. Karte. Reich der Götter, Alter, ist das hier groß. Ich habe schon wieder jetzt zwei Wege. Oh, lass mich raten, damit kann man da hochgehen. Die Schienen. Ja. Goofy und Donald. Was? So war ihr. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt wieder ganz unten. Stuff you make with a forge, I suppose. Look, there's a dial in the floor. Okay. Okay, müssen wir die ja so angleichen. Ich weiß nicht, ob wir es wollen, dass die Dinger hier. Ich sprech mal ab. Hey Sora, maybe the trick is to line up those tubs. Ja, danke Goofy. Nur was müssen wir damit machen? Hier auf die Dinger. Gleich müssen wir irgendwas mit diesen Kessel, Mann. Ja. Hey. So, auf diese Plattform. Also da sehe ich so ein Dingen. Kann ich da? So, ich kann übrigens nur den Weißen kann ich gar nicht bewegen. Ja, zwei durch den Dingens hier. Muss die alle, glaube ich, hier so. Ich muss die alle nach vorne schütten, genau. So, komm.
Okay. Jetzt kommt er vor Sora so runtergestellt. Ah! Meine Haut. Na, was haben wir jetzt gemacht? Ritterschild plus ein Dash, ein Schild, der von Rittern im Kampf benutzt wird. Jo. Geil. Cool. Neuer Schild für Goofy. Feuersog, Wandschutz, Items. Ja, ist auf jeden Fall besser als. Hat er die Dinger dann gelernt oder muss er die anlernen oder ist die an nur in diesen Waffen drin, so wie in Kingdom Hearts 2? Ich nehme mal an, letzteres, ne? Gut. Ja, denke ich noch mal aktivieren, ne? Aber nichts für Donald. Nur für Goofy. Ich meine, er hat ja auch gesehen, was man machen muss, ne? Wenn denn einfach raus war, musst du dich gegen Gegner verteidigen. Da geht's, zieh mal zu wegen und drücke dann Lichtbälle zu verschießen. Okay. Okay. Ja, hier sind wir jetzt, glaube ich. Ich kenne ihn noch gar nicht. Hi. Weg von mir. Ich konnte ab hier drücken irgendwie. Das lernt noch nicht so, werde ich schon lernen. Aber gib mir Zeit. Da bist du nicht. Oh, Dreck. Was mache ich hier? War gut gemacht. Flieg, Goofy, flieg. Nehmen wir mal noch. Wie kann das sein? So, okay. Und da ist irgendwas. Ich werde es mal zurückgehen. Hier ist auch noch was. Bestimmt schon dutzende Sachen hier verpasst, ey. Was ist hier denn? Ja, ich kann da Fähig drücken auch. Okay, keine Ahnung. Aber ich muss meine Potions nachfüllen, ich gerade. Kann man hier, drei Quiller? Da. Es werden jetzt mal nach dem Kampf, nehme ich an, die Dinger wieder aufgefüllt. Leite ich jedenfalls von Kingdom Hearts 2 so ab. Also das ganze Wissen, das ich hier so verstreue, kommt nur von den anderen Kingdom Hearts Spielen. Weil ich mal annehme, dass das genauso ist in diesem Spiel. Und Betäubung. Ich will jetzt nicht unbedingt das Piratenschiff. Kann man das irgendwie abbrechen? Ah, mit L2. Gut, ich wollte. Ich bin schon die ganze Zeit am Experimentieren, wie man das wechseln kann. Weil irgendwie muss das doch gehen, ne? L2 wechselt man hier. Was man einsetzen will. Oder irgendwo ist ein Speicherpunkt gewesen, ne? Da war es dann da oben. Gegners und schon wieder so ein Typ.
Ja, versuchen wir mal das hier. Ich kann gar nicht viel drücken. Aber muss da mehrere anvisieren. Herzkönig, was? Ja, noch. Mein Angriff kann ich auch noch aus Kingdom Hearts 2. So. Wer hat den anvisieren? Fährt ja gar nichts mehr. Oh, warten. Okay. Von da kam ich. Da komme ich jetzt auch zur Schmiede. Oh nein. Da wollte ich nicht machen. Abbrechen. Da habe ich ja Kampfmusik. Immer eigentlich gerade ein. Wir haben noch gar nicht ein Gummischiff hier geflogen. Wir sind noch gar nicht mit dem Gummischiff geflogen. Kommt mir ja gerade so in den Sinn, wenn ich ja das Spiel. Ah, und dann kommen wir gleich da so runter. Ne? Also diese Statue. Hm, oder auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Au. Kannst du es wagen? So, jetzt kommen wir halt mal hier. Vielleicht kann man halt springen, gut. Was ist das? Einfach Finale. Würde ich schon umbringen, oder auch nicht. Oh, Entschuldigung. Na, da oben sind auch noch welche. Werde. Immer noch Kampfmusik. Oh. Komm her. Nein. Aua. Treppe. Komm mir nicht so in den Weg. Okay. Ja, Mann, wir sind hier richtig, ne? War schon gar nicht mehr, wo ich war. Okay, das sieht aus wie Ende, ja. Okay, wir sind wieder hier. Wir wollen die ganzen optionalen Gebiete, über die ich hier stolper. So. Ja, ja, genau, hier. Da ist irgendwas an der Wand. Hier ist unser Ticket ab. Windschritt. Während du mit der Multifokus-Kamera etwas ins Visier nimmst, kannst du auch Viereck drücken, um dich Augenblick an zuletzt visierte Stellen zu teleportieren. Dabei führst du einen sogenannten Windschritt aus. Ah, ach, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Ein Windschritt. Schritt, nicht Schnitt. Verbraucht die Energie der Fokusleise nicht. Du kannst ihn also nach Belieben einsetzen. Was haben wir nicht zugehört gerade? Okay, lass mich mal so und irgendwas. Ist eigentlich logisch, mit so hier solche Distanzen abzulegen. Ich meine, der hat so viel krasse Zeug, krasse Sachen gemacht hier als in Kingdom Hearts 2. Allein mit Reaktionskommandos und so, ne?
Okay, wo ist der nächste? Da, oder? Ein. Ja, man, so muss man das machen, oder? Oh Gott. Schon wieder am Boden gleich. Oh Gott. Das ist gar nicht so einfach. Du musst mal wissen, wo du überhaupt hingehen kannst und so. Oder einfach beginnen einfach dahin. Wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Was ist das? Was ist das? Okay. Okay, das war sehr viel einfacher. Okay. Und da oben sehe ich schon. Alter. Speicherpunkt? Nein, okay. Ja. So, wir sind irgendwie eher hier angekommen als du. Was ist eigentlich los mit dir? When I get out of it. No. I'm the one giving orders now, Bolt Boy. Don't get too comfortable, Hades. Huh? Huh? We're gonna stop you. What? Wir sind übrigens auch da, ja. Das ist aber ganz brutal. Okay, Polaris kann man ja schon den linken, aber die anderen beiden sind neu. Müssen wir gegen alle die kämpfen? Das ist bald lang, ne? Okay, jetzt wollen alle drei kämpfen. Ich bin ja schon damals. Gott. Ich bin ja schon, was damals Aqua ja abgezogen hat, war übertrieben, als sie alleine gegen Hades und Polaris angetreten ist. Aber das war noch mal eine Ecke heftiger. Hi. Da war noch alles. Ich glaube schon mal Heilung. Warum mache ich das? Halt doch hier. Wo ist der Windtyp? Aber wir können einfach hier drauf, okay. Jetzt doch bestimmt Wasser effektiv, oder? Gott. Ja, der Kopf muss mich. Guck mich nicht so an, Puff. Guck mich nicht so an. Er ist am Boden. Ganz auf, wo ist der andere? Ist nach Hause gegangen. Er hat sich gedacht, boah, nee, da habe ich keine Lust. Klares Erledigung. Dreck. Was eigentlich? Oh, da ist er wieder. Ich
Ich habe nicht genug Fokus. Oh Gott. Er hat gerade so einen Stein aufgehoben. Aber ich kann in der Luft Potions einsetzen. Wo ich bin mir gar nicht sicher, konnte man das. Ich habe nicht so oft Items eingesetzt. Oh Gott. Ja, komm her. Und den ersten kriegen wir. Oh, wir machen fertig. Oh, was hat? Hi. Der Windtitan sieht immer so traurig aus. Wir machen gar nichts, die CPUs. Wie erwartet. Hi. Der macht auch nicht viel. Er ist der Boss. Erste Bosskampf halt, ne? Finale Bosskampf, sag ich mal. Ja, zu viel kann man ja nicht erwarten, ja. Magie-Karussell. Brauche ich nicht. Aber das hier würde ich gerne machen. Oh. Kann sogar abwehren. Komm. Vorhin einen muss ich gar nicht besiegen. Okay, gut. Okay, da war noch relativ einfach eigentlich. Just one Titan left. Okay, den muss ich sogar noch kämpfen. Okay, Stratos. Der hat mehr. Alter, Alter. Das ist voll schwer zu hinzukommen, ey. Ich greife mal einfach einen Tornado an, ne? Okay, wir gehen langsam die Potions aus. Oh nein! Komm. Oh Gott. Ah, Feuer. Warte, bis ich dir da runterkomme, ne? Wenn ich dir da runterkomme, ne? Wo ist das? Am Tornado geschlagen. Aua. Oh, das ist geil. Ich hab so Gefühl, ich bis dahin. So zum Ausweichen, ne? Alter, das ist krass. Ich habe nicht genug. Oh Gott. Das war meine letzte Potion, Kollege. Halt dich ein bisschen zurück. Mal dahin. Bisschen mehr Abstand verkürzen. Er war von der Meisterform, glaube ich. Der Finisher. Oh. Sind meine Kollegen alle? Mich irgendwo flüchten. Ich kann sogar blocken, ja. Aber ich kann auch am Boden kämpfen, okay.
weiß nicht, ob das so gut ist, aber hey. Könnt ihr nicht bitte bis zum Finale warten, bis zum Gebäude auf mich werfen, so wie in Kingdom Hearts 2? Aber oh, ich bin nicht sowas von tot. Ja, oh Gott. Donald, du heilst mich doch, wenn ich keine AP mehr habe, oder? Ich dachte, er breitet sich schon wieder aus. So, nochmal. Das ist gar keine separate Sequenz, das ist einfach, als würdest du so spielen, ne? Donald! Wird doch schon gerne nach unten gehen, weil, also meine Kollegen, die könnten mich heilen. Lebt das nicht länger. Das macht ja gar nichts. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Wenn ich nicht gleich geheilt werde, dann kriege ich ja Probleme. So lässt er sich gerade hier. Das könnte ja nützlich werden gerade. Was? Was macht er da? Da geht's um. Oh Gott. Da geht's um Lava Titan. Ich bin tot. Da geht's um Lava Titan, um Feuer zu spucken. Oh, das ist gar nicht so einfach. Okay. Oh Gott. Oh. Alter. Nochmal halblang. Vielleicht sollte ich meinen Charakter dann doch hier Potions geben oder so. Was ist das? Toll. Oh, ich kann zurückwerfen. Sag mir das doch einer, Mann. Boah, immer wenn ich an den Ball dran bin, ne? Na, komm her. Ich kann ja alles machen. Oha. Oha. Da finde ich gut, das Spiel ist nicht so einfach. Boom. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gut. Warte. Ich brauche eine Potion. So, aua. Mein Gott, macht das Schaden. Das wirft ruhig noch mehr auf mich. Nee, dann werf ich doch auf dich hier, frisst das. Frisst das. Ja, ich glaube, nach diesem Angriff hier, du wirst dich erstmal hier verprügeln lassen, ein bisschen, ne? Wenn man eine Chance hat, ihn zu treffen. Das wäre ruhig wieder Gebäude auf mich. Oh nein, jetzt holt er sich wieder den Typen, ja. Einfach noch, einfach weiter, einfach weiter. Wir haben ja Optionen, ne? Also
haben wir ja alles mögliche auf den Alter. Hat nicht betäubt. Jetzt, wo man ein bisschen weiß, was los ist, der Kampf ist sehr einfacher. Fast mal laut. Ja, da bringt es auf jeden Fall. So, ich habe hier übrigens nicht beendet. Er hat er automatisch gemacht. Okay. Hi. Und er ist gleich tot, merke ich. Boom. Maximum LP gestiegen. Ja. Ah, da war gar nicht so einfach. Gut. Kommt jetzt noch Hades? Da wäre ein bisschen Overkill. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich ehrlich bin. Aber glaube ich nicht, ne? Ja, die Musik wieder. Und der ist auch wieder da. Jetzt fusionieren die, machen einen Mega Titan. Now it's all four of them. So what? There are four of us too. Ja, jeder nimmt sich einen, genau. I think I can make it five. No! Thank you, my boy. Yeah! Oh! Now, watch your old man work. Überraschen. Der zwei Blitze gegen das Gesicht bekommen, hat sich gedacht, ne. Aber jetzt macht er wie im Film, genau. Alles schön einsaugen. War voll brutal, die wollten eigentlich nur abhauen. Jetzt haben wir sie getötet. Years into that plan and you've ruined it. I really don't like you. Just give it up already. You'll never beat Herc, no matter how many times you try. Yeah, stay in the underworld where you belong. You have the time of your afterlife. Enough already! I did not come this far to be ridiculed by Zeusy High and Mighty, his little sunspot, and a trio of clowns. You know what? I'll just go ahead and destroy you, Hades. The exit is that way. Hold on, I almost forgot. That one's for trying to wreck Thebes. You'll pay for this! I have a very, very long memory. I can still dunk your little nutmeg in a river of death! What? Hey. Ist er wieder optional bossmäßig gegen den kämpfen irgendwann? Keine Ahnung. Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family. I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most. And that life would be empty. I finally know where I belong. Hercules. Sora, we never got back to your question. Can I help?
It's okay. I think I'm meant to figure it out for myself. I'll find my strength the way you found yours. Something to fight for, with all my heart. I guess you did have the answer. Well, you've got heart, Sora. Just keep at it, and I know you'll be stronger than ever. Yeah, I might even end up stronger than you are. Aber wir sind schon stärker als er. Aber wir sind schon sehr viel stärker. Wenn man kein Herkules, der kann schlagen und Steine werfen. So gesehen, was wir gerade für Zeugs gemacht haben. Heldenwiege, ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff. Und Formänderung Counter-Shit. Und Kampf der Götter. Schlüsselschwert, Formänderung. Manche Schlüsselschwerter, die du hältst, sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können eine sogenannte Formänderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigene Formänderung. Mit seiner geänderten Form lässt sich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du einen verheerenden Abschutzangriff auslösen, indem du Dreieck drückst. Es klingt ein bisschen so wie die Drive-Form aus Kingdom Hearts 2. Wenn du ein Schlüsselschwert-Formänderung auslöst, ändert sich womöglich auch Soras Aussehen entsprechend und du erhältst Zugriff auf neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Manche Formänderungen eignen sich gut für die Defensive, andere für das Wirken von Magie. Experimentier herum, womit du am besten zurechtkommst. Das Schlüsselschwert Heldenwiege kann sich per Formänderung in Defensivwaffe namens Konterschild verwandeln. Halte vier gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um für bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt dein Schild bis zu einem Maximum von 2 Stufen auf. Drücke X, während das Schild aufgeladen ist, um je nach Ladestufe einen speziellen Blockkonter auszuführen. Okay. Rüste dich nochmal mit deinem neuen Schlüsselschwert aus. Okay. Zwar kann bis zu 3 Schlüsselschwerter zur selben Zeit im Kampf mit sich führen. Zwischen ihnen zum Wechseln bewegen, was geil. Ich habe mich schon gewundert, warum man da so 3 Dinger hatte. Aber ich dachte, das ist hier irgendwie, weiß nicht, für irgendwas anderes, ja, Veränderung oder so, oder keine Ahnung. Wechsel das Schlüsselschwert je nach Situation, selbst mitten in einer Kombo, damit vielleicht so ein Kämpfen nach mehr taktische Finesse. Okay, das ist awesome. Cool. So, gucken wir mal direkt hier. Mehr haben wir aber, glaube ich, nicht, ne? Irgendwas Neues? Fokus dran, versuch. Gut, was ist jetzt los? Na, Story. Sure this box with the Book of Prophecies is for reals? I think that dig bad and black was pulling your leg. Be quiet and dig, you imbecile. I must find that Book of Prophecies and make it my own. His was the only clue we have. We cannot afford to dismiss it without a thorough investigation. I'm just saying, in the Kiste. Dark ain't gonna get us any closer to... Whoa! What is it? Have you found something? Show it to me at once, fool! Yes, sir, easy. This has gotta be that Pandora's box, Hades. Nee, das ist nicht die schwarze Box. Leave it. What? After all that digging? That is not the box which I desire. We are finished with this world. Come. No. Das ist nur die Büchse der Pandora, also. Oh, bester Charakter. May your heart. What?